Hamdi, let's go. Hamdi, ich hab doch schon Hamdi, das ist deine Folge. Nein, Bruder, du bist doch. Aber wir müssen jetzt auf Hamdi. Was geht ab, YouTube? Ich und Hamdi, wir reagieren auf Icon. Finale 17 Rapper, ein Traum, das Mega-Finale in Malaga. 10.000 Likes für Episode 2, gibt Gas. Live-Event in Mönchengladbach auf 150 Euro Gage, Bruder. Let's go. Ey, Bruder, Eier, Bruder. Spaß, Icon, nur Liebe. Ja. Let's go, Alter. Bruder, wer sind so deine Top 5 bis jetzt? Von Icon? Ja. Boah. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Azu. Mhm. Also, muss ich 5 sagen oder wenn ich. Kannst du auch weniger sagen. Okay. Azu, Kali. Top 5 Kali? Ja. Krass, Bruder. Ja, ich seh ihn auch sehr, sehr stark, Bruder. Azu, Kali. Also ich mach mal ein bisschen Ding. Eigentlich hab ich ein bisschen andere Meinung, Bruder, ehrlich. Sag, deswegen Mokro, frag ich. Mokro, ja. Aber der ist schon raus, Bruder. Ja, Mokro, unser Bruder, ja. Mokro fand ich sehr gut, Bruder. Ich sag von jetzt, die weiter sind. Dann, also so Bayo ist auch gut, Bruder. Mhm. Baru ist auch gut, so, aber ich würde. Also, was heißt Top 5? Was ich privat hören würde? Wenn du jetzt Finale machen würdest, Top 5. Also ich muss dann 5 nehmen. Du musst 5 nehmen. Okay, dann nehme ich Azu. Dann nehme ich Baro, Bayor, Shabab und Biggie. Krass. So hätte ich das Finale da aussehen lassen. Okay, krass. Ja. Krass. Ja. Wen hättet ihr denn genommen? Wen hättest du genommen? Ich hätte Shabab genommen. Mhm. Ich hätte Azu genommen. Mhm. Ich hätte Biggie genommen. Ja, genau, was ich gesagt Warte, habe. Ich hätte krass. Nein. Ich sag dir später warum. Ja. Kenan hätte ich genommen. Mhm. Doch. Für mich ist keiner mächtig, Bruder. Warte mal, wen noch? Und ich glaube sogar auch Barré, Bruder. Bruder hat einen Unterschied gemacht. Ja. Und er macht was? Nein, du checkst nicht, warum, Bruder. Warum denn? Alles gut, ich sag dir das später. Mhm. Also ich hätte... Darf ich kurz sagen, wenn ich privat hören würde? Ja, oder sag du erstmal deine Top 5? Nein, sag, wenn du... Also privat würde ich nur Azu hören. Mhm. Mokro. Spectra, Kali, Infinite. Die würde ich privat hören. Krass. Weil ich denke, so, das ist mein Geschmack eher so. Ja. Und meine Top 5 wären, glaube ich, ich rede auch vom Gesamtpaket, ja, nicht nur musikalisch. Ja. Azu, Shabab, Vito, also von denen jetzt. Mhm. Skandal und Bayor, glaube ich. Wir sind alle ähnlich. Wir sind alle Skandal ähnlich. Ist auch gut, ja, ist krass. Ist auch super, ja. Ja. Egal wo wir hingehen, wir übernehmen einfach alles. Okay, sag den Besten. Ein Name, den Was? Besten. Rapper? Den ich jetzt von hier für am besten. Den Besten finde? Von denen, den Besten. Ich gehe mit Shabab. Shabab, du? Gesamtpaket, ja. Gesamtpaket. Alles komplett Azu. Ich auch Azu. Finale, Villa, Gang. Bang. Ich finde das krass, Bruder. Der ist das krass. Wir sind da, lass die Spiele beginnen. Ich bin dafür gemacht, du Hol. So, ne? Du Hol. Das ist cool, Junge. Ja, ja, sicher. Fertig. Heute, der Arme, Digga, warte, ich hab so schlechte Gewissen gehabt. Ich steh auf, Bruder. Ich guck einfach Bensko, der macht Story so. Du sagst, es ist null objektiv von dir, so irgendwie, so sinngemäß. Du hast 5 Sekunden meinen Song und verziehst schon dein Gesicht. Gegen dich, oder ja, was? Ja. So, okay. Bensko? Ja, der Arme, Digga, ja. Weil ich ja nicht mal was... Also, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin kein Fan von seiner Musik. Ja. Ich sag dir ehrlich. So, also, er ist nicht schlecht, aber zum Beispiel in der letzten Folge, die haben Mokro rausgeschmissen, das hat mir schon wehgetan. Weil ich sag ehrlich, ich finde Mokro, seine Mucke ist Baba. Ja, sehe ich auch so. Und das hat mir schon ein bisschen weh getan, aber nichts gegen Bensko, also halt leise, Bruder. Bensko ist gut.
noch leiser. Immer noch leiser, Chat. Ey, Wagobas, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zum Finale von Icon 5. Mal kurz zu seinen Introduction. Über die letzten 6 Monate haben wir die krassesten von Icon 5. Was geht ab? Und herzlich willkommen. Wo da? Jetzt. Ey, Wagobas, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zum Finale. Warum machst du so, ey, Junge? Walla ist so lieb. Wagobas, ja, Walla, Colin. Ist einfach so süß. Sorry, ja. Geile Sauker. Finale von Icon. Walla, ey, ihr macht das Spaß. Ja, über Walla, die letzten 6 ja. Monate. Er ist einfach glücklich, der, ja? Der Walla, ihr macht dieser Galileo-Ding. Jetzt kennst du, der geht dann Galileo Big Picture und so. Nein, und Bruder, genau nein, so. Spaß. Ich wusste, dass das kommt. Lass mich in Ruhe. Die krassesten Künstler in ganz Deutschland für euch herausgefiltert. Walla, ey, aus über 1000 Bewerbungen haben wir uns die besten mit dieser seitlich laufen, die die nächsten 2 Wochen hier in dieser wundervollen Villa in Malaga verbringen werden. Diese 17 Künstler werden über die nächsten 2 Wochen eine Reihe von musikalischen sowie sozialen Challenges überwältigen müssen. Jeden Tag wird mindestens einer von den Künstlern nach Hause geschickt und die Villa verlassen. Der Traum endet für diese Künstler somit sofort. Damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Show. Bruder, der braucht eine RTL Plus. Ich schwöre. Der macht doch Millionen, Bruder. Soll ich mal eine richtige Kapo und so? Colin, bitte, Bruder, du bist Millionär, Bruder. Bruder, weißt du, was das ist deine Trademark, Bruder. Weißt du, was 20 Stück von denen. Ich schwöre bei der Mutter, der sagt mir, ich habe mir die Cap 5-mal bestellt und so. Und ich bestelle die mir jeden Monat neu. Cousin, was erzählst du? Weißt, ich habe ihn einmal geleakt, ich habe ihn einmal erwischt, Bruder. Was denn? Bruder, Leute, gell? Benutzen Gürtel. Ich würde den im Fahrrad. Alter, der hat Dings, Bruder. Der hat diese Schrauben Kette genommen. In der Villa. Schraube, der macht so, Bruder, schaff meine alles. Mutter, wir sind im Villa. Wir gucken den an. Wir sagen, Bruder, wie willst du denn pissen gehen gleich, Bruder? Du der stirbst hat Kette, doch, Bruder. Kette vom Fahrradschloss. Der macht sie um seine Hose. Bruder, du brauchst Bonzenschlüsse dafür. Der ist nicht Mr. Krabs. Schließe ab mit Ding, oder was? Alter, der ist nicht gut, drei Zahlen. Wie Koffer. Alter. Aber der ist süß. Das zeigt, dass er bescheiden ist. Er ist krass, Bruder. War ein bisschen zu. Aber er ist bescheiden. Habt ihr 17 es geschafft, euch bis zu diesem Punkt hier vorzukämpfen? Ich garantiere euch, die nächsten 2 Wochen werden die absolute Hölle. Doch trefft die richtigen Entscheidungen und macht die richtigen Freunde und beißt die Zähne zusammen, so werdet ihr die Möglichkeit haben, euch vor tausenden Zuschauern zu präsentieren und einen Namen zu machen. Doch seid gewarnt, denn als ihr durch dieses Tor hier gesteppt seid, wurde auf jeden von euch ein Kopfgeld von 1.000 wie, Euro verhandelt. Bruder? Wie 1.000 Euro, Bruder? Bei uns war 100 Euro, Bruder. Was hat der gemacht, Bruder? Boah. 1.000 Euro, Bruder. Geeiert, Digga, du wurdest geeiert, Walla, du Eier, Alter. Du wurdest geeiert. Walla, Alter. Einfach sauer, wirklich. Wie, Alter, was passiert? Ich hab mich abziehen lassen, Bruder. Colin, Bruder, was hast du gemacht? Du hast jetzt auf jeden Fall Icon Shadowban. Du hast jetzt Shadowban bekommen, Cousin. Bruder, ist doch nicht schlimm. Sei doch den Leuten gegönnt, Cousin, 1000 Bruder, Euro. Es geht nicht um die Leute, Bruder. Um dieser ist gegönnt, Bruder. Die sollen Millionen daraus holen. Ja, normal, Bruder. 1000 Euro ist auch ein Witz, Bruder. Für Top 17. Ah, joa. Ja, Bruder, bei mir in Top 10 gibt es eine Viertelmillion, Cousin. Immer. Ja. Ihr werdet die Möglichkeit haben, den anderen Künstlern ihr Kopfgeld abzunehmen. Das heißt, einige von euch werden mit vollen Taschen und andere mit leeren Händen nach Hause gehen. Oh mein Gott, Leute, die gehen blank. Doch dazu später mehr. Bevor wir jetzt losstarten, muss ich euch noch 3 wichtige Leute vorstellen. Hier ist eure Jury. Aber bei uns auch, gell? Nur, ich muss auch noch mal kurz erklären, weil einmal ein TikTok ging viral und die haben genau diese Stelle ausgeschnitten. Bei uns in der Top 10 bei Rap La Rue
gibt es eine 250.000 Euro. Die verteilt werden, ne? Preisgeld, die verteilt werden. Allerdings nur, wenn Rappler Rü sich dazu entschließt, mit dem Künstler danach ein Album zu machen. Wenn Rappler Rü sagt, der Künstler ist unzumutbar, mit dem wollen wir nicht arbeiten, weil du kannst ja in die Menschen nicht reingucken, weißt du? Ja. Man lernt diese Leute kennen. Es könnten Junkies sein, es könnten Leute sein, Bruder, diesen Ding, verstehst du, nicht unzumutbar? Dann endet das Vertragsverhältnis und dann gibt es gar nichts für den Künstler. Dann wird er abgerechnet, seine Songs, Geld bekommt er, also für seine Streams, die er gemacht hat, das Geld bekommt er natürlich, aber es gibt kein auch extra Geld. Auch wenn er Fünfter wird. Auch wenn er Fünfter wird. Aber es besteht die Möglichkeit, theoretisch mit jemandem, der 15. wird, ein Album zu machen. Ja, aber da gibt es kein Preisgeld. Okay, stopp, ist nächste Frage, warte mal. Dieses Preisgeld, Bruder. Mhm. Also müsst ihr theoretisch mit 10 Leuten ein Album machen, damit das... Nein, ich meine, theoretisch, damit alle ihr Preisgeld in der Top 10 kriegen also würden, ich sag dann müssen, ich sag müssen 10 so, Alben entstehen, sozusagen. Genau, ich sag dir so, wie es ist. Es wird viele Alben geben. Ja, weil aber keine 10, ne? Könnte sein. Könnte sein, dass es 20 Alben werden. Okay. Weißt du? Es läuft ja nicht über uns, sondern wir schicken dies... Alle, die Künstler sind dann direkt bei der Sony. Okay. Oder nicht mit uns, verstehst du? Ja. Aber es gibt halt Künstler, Bruder, da kannst du nicht reinschauen, weil wir hatten zum Beispiel einen Künstler gehabt, der hatte den richtig korrektesten Eindruck gemacht überhaupt, Bruder. Mhm. Okay? Dann haben wir gedreht, also erster Drehtag war das, war sehr nett, sehr Ding. Und wir kennen ihn ja, wir haben ihn ja eingeladen, wir haben geschrieben wochenlang mit den Leuten und so. Cousin kommt, er ist todesbesoffen, raucht nach, ich glaube, der hat eine halbe Stunde vier geraucht, Cousin, und geht einfach Gebäude anpissen, Bruder. Geht so, und bei Filmstudios, die wir gemietet haben. Und Bruder, mit so Leuten, bei aller Liebe, Bruder, will ich nicht arbeiten, Cousin. Ja. Und das erste Treffen, Jani, man sieht dich zum ersten Mal. Das erste Treffen, Jani, du siehst ihn zum ersten Mal, du ladest ihn ein und du sagst ja noch den Leuten, ey Jungs, bitte, passt euch hier ein bisschen an, macht, seid ein bisschen Ding respektvoll und so, dies, das, wir zahlen dafür, dies, das. Bruder, der scheiß drauf, der geht vor Kamera an Gebäude pissen und so. Mhm. Oder bei zweite Mal, der kackt in deine Hand. Der kackt in deine Hand. Bei dritte Mal, Bruder, weißt du? Ja. Und das ist halt die Drogen, Bruder. Das ist so, weißt du, Bruder, ja. Ah ja, Bruder, was willst du? Mods, du könntest ruhig ein bisschen härter sein. Auch von uns herzlich willkommen beim großen Icon 5 Finale in Malaga in Spanien. Ihr seid die 17 besten auserwählten Künstler in Deutschland von über tausenden Bewerbern. Und ich wünsche euch allen viel Erfolg im Namen der Jury. Ey, fliegt heute schon einer raus, Chat? Das wäre krass, ehrlich, ich schwöre. Aber nicht spoilern, ne? Nicht spoilern, nur sagen, ob einer rausfliegt. Nein? Scheiße. Nein. Digga. Shit, Digga. In den letzten 5 Wochen... Da macht leiser, Chat. Was soll ich euch sagen? Guck mal, das ist bei mir auf Hälfte. Wir echt lange darüber diskutieren, welche von euch die besten 17 sind. Und ich kann euch sagen, unter euch gibt es auf jeden Fall Wackelkandidaten. Deswegen gebt euer Bestes, denn ihr müsst auf jeden Fall sehr stark überzeugen. Seid hochkonzentriert und streckt euch an, weil diese Zeit hier könnte eure ganze Zukunft verändern. Ich glaube, meine Mutter. Damit ist alles gesagt. Die erste Challenge wurde euch bereits vor dem Abflug mitgeteilt für den ersten Tag. Ihr werdet jetzt ganz genau 8 Bars performen müssen, die entscheidend dafür sein werden, direkt, ob ihr heute in diese Belange. Voller richtig. Bisschen die Leute rannehmen. Ja. Gesenkt. Das ist aber krass, Bruder. Gerade nach Flug und so. Aber Bruder, ist schon geil. Ich hab eine Challenge, gell? In der Villa allererst, aber erst, gell? Walla, wer diese Challenge überlebt, der muss geisteskrank sein. 4 Uhr nachts aufstehen, Bruder, geweckt werden, sowas? Bruder, nein. Schlimmer, Bruder. So teuflisch, Bruder. Ich bin so teuflisch, Cousin. Walla, noch schlimmer, Cousin. Wie schlimm, Bruder? 10 von 30 schlimm, Bruder. 30 von 10. Hört mir bitte zu, ich wünsche euch allen viel Spaß und die ganze Jury und das ganze Team von IQ 5 wünscht jeden einzelnen von euch ganz viel Erfolg. Ihr schafft das! Einer schreibt einen auf die Bussen nicht. Der erste Künstler, der am Tag 1 die erste Challenge eröffnen wird, ist Yesil.
Jessin! Mein Bruder Land. Walla, gib Gas. Er ist so ein Süßer in echt, ne, Bruder. Er ist echt? So respektvoll, Bruder. Krass, war das. Jessin ist so respektvoll, Bruder. Aber er kann nicht rappen, Cousin, ja? Während der Vorbereitung... ich mach Spaß, nur Eier, nur bisschen Eier, nur Spaß, nur Spaß. Ich will dich entscheiden, ob ihr das Ganze als Solo oder Gruppe antretet. Und Jessin, du hast dich für die Solo-Runde entschieden. Stark, Jessin. Der hört das Cousin, der ist oh, zu Hause im Düsseldorf. Aber guck mal, er denkt an seinen Bruder. Ja, weil er Chef hat so ein Feature, er hat einfach ausgeschnitten, Cousin. Boah, oh, das wäre Eier. Das wäre scheiße, Bruder. Eier. Nein, der denkt an seinen Bruder. Undertaker. Habe meine Seele gebrochen für den Style, den wir lebten. Draußen kühl von Matrix umgeben. Die Brüder lernst du kennen zwischen Hass und Problemen. Denk zu oft an Tage, die prägten. Wieder läuft alles den Berg ab. Ehrlich, stark, Walla, Respekt, das war gut, zwei das war echt ja. Da war auch gut. Wieder diese Luft, die der weggenommen hat, Gott, dieses ja, Gejaule, war, Bruder, wieder Gefühl, Bruder. Fertig, Bruder. Yassin, danke für deine Performance. Der nächste Künstler, den die Jury jetzt hören würde, ist Kenan. Ich glaube, die suchen gerade denjenigen raus, der rausfliegt. Die Wackelkandidaten. Natürlich, ja. Bruder, die lassen jetzt alle ja. auf Zahnfleisch fühlen, Bruder. Ja, ja, die Schwächsten so auf den. Auf Zahnfleisch fühlen. Walla, hast du gehört, Bruder? Krank, Bruder. Krank, Walla, Co-Trainer-Spruch. Kenan, Bings. Du hast dich dazu entschieden, das Ganze in einer Dreierkonstellation zu machen. Jeder 8 Bars. Wer sind deine Kollegen? Mario und Mario. Mario und Baro, gell? Baro, Rodrigo und Vinicius. Und das ist eine Box. Ich sag, Atsu gewinnt Icon. Atsu gewinnt Icon. 100%, Bruder. Ja. Und Baro wird auch richtig weit kommen. Mario, Baro, Kenan, ihr wünscht euch viel Glück. Jo. A puta madre! Im Treppenhaus, es riecht nach Rott, nach jemals Essen riecht ja auch. Der Block geht immer, krieg ich ihn nicht einfach raus. Ich steig auf die D-Max drauf, dein Dach hat Fake, sieht nach Metall aus. Sag nicht, dass du Mann wärst nach einem, zitter dein Arsch. 20 Stor, was im Jet macht, deck, deck, rauch die Kippe danach. Oh, das ist für mich 10 von 10. Schöne Melodie. Ehrlich, super Melodie, Baba yeah. Flow, Digga. Maximum. Baba, Digga. Oh, oh, oh. Krasser Kriminell, Gussi fährt immer noch von A nach B. Bin verloren in dem Mondlicht, tut mir leid, ja, HBB. Mucho dinero, jagen die Eros in meinem Halle. Ich pack Pakete, hab ein Alibi. Ich denk an meine Mama, die da Kugel bekommen. Deine Brüder, Penner, Kinder, lieben Koks. Guck mal, warte. Ich weiß. Aber check dir jetzt den Unterschied zwischen Yassin und Desa-Truppe. Ja. Da ist eine Welt zwischen, ja, Bruder. Ich will nicht haten, Bruder, weißt du, aber... Nein, ich verstehe. Es ist Turnier, Bruder, es ist Turnier, Bruder. Es ist Turnier, Competition, natürlich. Und die haben jetzt beide geprüft so. Und Bruder... Ja, HBB. Mucho dinero, sagen die Eros in meinem Halle. Ich pack Pakete, hab ein Alibi. Ich denke an meine Mama, die der Kugel bekommen. Deine Brüder, Penner, Kinder, lieben Koks. Ich geht Baller Money weg in meiner Stadt bei Louis Vuitton. Ficke jeden weg, der mit meiner Brot spielen will. Es geht Euro, Dollar und das ist Pakete. Mein Läufer kommt mit Roller auf dein Kopf, Machete. Was willst du mir erzählen, du kleine Puta? Beste Qualität, hier ist mein Nougat. Du machst doch Pablo, doch du bist ein Puta Madre. Puta.
Papa Figaro und vielleicht Beluga Arme. Sag nicht, dass du schießt mit deiner Schreckschuss. Baba Medizin in meinem Backwoods. Du machst auf Pablo, doch du bist ein Puta Madre. Ich Papa Figaro und vielleicht Beluga Arme. Sag nicht, dass du schießt mit deiner Schreckschuss. Baba Medizin in meinem Backwoods. Walla, Bruder, das war ehrlich, Bruder, walla. Chapeau. Er hat alle drei rasiert, Jungs. Chapeau. Stark. Respekt, Digga, ehrlich. Sehr stark, Digga. Okay, Jungs, danke schön für die Performance. Ich wünsche euch weiterhin viel Glück. Wir kommen direkt zum nächsten Künstler. Wir würden gerne Bensko hören. Bensko! Ein Applaus für Bensko, dass er trotz Krieg gekommen ist. Alle mit Zucken. Zucken, ja, wirklich. Bensko, auch dich die Frage, bist du im Solo oder in einer Gruppe? Gruppe. Okay, dann hol bitte deine Gruppenmitglieder nach vorne. Easy. Gut. Die kann auch stark werden. Viele Jungs. Ja, Seko. Seko. Icon 5, Seko steht immer noch stramm gerade. Wickel diese Szene um den Finger wie mit einer Bandage. Mali Sound, schüttel eins aus dem Ärmel, kleiner. Rapper kommen mit sehr viel Eifer, Seko fickt mit Herz, die Cypher. Anderes Kaliber kommen aus der Deckung, Pisser. Man muss dich über Wasser halten wie ein Rettungsschwimmer. Fette Villa heute, Malaga entspannt. Bass in Thais, Motherfuck, setz den Kameramann in Brand. Ah. Merkt ihr meine Worte wegen Ordnung? Dropbox voller Dampfer, so wie Formel-Lines. Wir ballen nur noch Hits, so wie Formen. Jeden Tag bis 6 in der Morgen. Hamdela, mein Bruder, guck, denn ist auf alles weiter Plan. Guck, ich schlepp in diese Villa mit dem ganzen Arsenal. Wir sind in der Prime, wirkliche Details. Auch wenn ich heute weg bin, Kai, ihr merkt euch meinen Namen sehr. Wow! Ich trag die Sterne auf der Brust wie das Mercedes-Emblem. Aus der Gosse, doch wir wollen in Richtung Champs-Élysées. Junkies ballern sich ich, Kiddies liefern auf B. Verteilte Bälle hier im Bendo wie Golo Kanté. Fick den Staatsanwalt, Utrecht oder Budapest. Beiß dir in dein Ohr, so wie Tyson oder Suarez. Icon 5, Villa wird geballert wie ne Stewardess. Jag dich durch die Hut, als wirst du Noten bei nem Cooper-Test. Wir bedanken uns für euren Auftritt, den nächsten Künstler. Welchen Auftritt fandet ihr bis jetzt am schlechtesten? Bevor ihr sagt, lasst den Chat erstmal sagen. Chat, welchen Auftritt fandet ihr bis jetzt am schlechtesten? Und welchen am besten? Was sagt ihr? Den besten fand ich den Baro, Bari. Ja? Baro, Bari. Gehst du mit? Bio ich geh mit. Den, und der schlechteste? Na, leider, Yesim, Bruder. Müssen wir Gruppe sagen? Oder ja. Von diesen ganzen sieben, die bis kannst jetzt du auch waren. Sagen. Der Ding war schon von den ganzen sieben? Oder ja. Der schlechteste von den ganzen sieben. Ach so, sieben. Der schlechteste. Okay, dann nicht Yesim, Bruder. Echt? Findest Bruder, du Yesim besser als Bensko? Ja, ich fand. Umgedreht Bensko? Bensko war gerade mit dem Part fresher, Bruder. Ehrlich? Ja. Des Dua, das ist so für mich so. Budapest. Ja. Das hat gut, den schon auf jeden Fall rausgedings. Das war immer der krass, Bruder. Wer? Der Sakko, ja, der war vorgerufen, ist das heftig, ehrlich. Der kommt auch aus Mogadischu, oder? Ja, der Sakko. Asuna, hast du dich für ein Solo oder für eine Gruppe entschieden? Ich hab mich für ein Solo entschieden. Ja, komm, dann zeig mal, was du drauf hast. Let's okay. Go. Yalla, da. Ah, check. Ah, Beddo. Beddo. Der ist Baba, Digga. Salam alaikum, dieser Beat wird geklatscht. NRW ist connected, liefer Flex über Nacht. Fick Mutter aus Prinzip, tier ich ab wie ein Dieb. Du kriegst Sip in dein Mund, Diggi, bon appetit. Keine Zeit will übernehmen, Reihe, ich bin bei der Wee. Messer stich in die Leber, kleine Warnung, yalla geh. Trage volles Magazin und ich ficke dich mit Skin. Lack, wem wollt ihr testen? Na, Nickel, please, das. Okay. Bei ihm ist halt Gesamtpaket, was in der Waage schwer wiegt, weißt du? Gute Energy, Bruder, auch, weißt du?
Ja, Bruder. Aber das ist auch wieder so ein Gesamtpaket-Ding, ja, mit der Energy, ja, das gehört zu ihm, weißt du? Ja, Einstieg war cool, ja. Ja, Mann. Einstieg war cool, ja. Asuna, vielen Dank. Du kannst wieder zurück. Kein Ding. Lullaby. Der nächste. Aber ich sag ehrlich, auf jeden Fall im schlechteren Bereich von den Kandidaten, die ich bis jetzt gehört habe. Walla, ich bin fair. Eigentlich, ein Kenan ist nicht so mein Favorite. Ich muss sagen, er hat hier abgerissen. Schon Hasunas Performance war gerade eher so im dünneren Eis, Bruder. Den wir gerne hören würden, ist Kali. Riss! Hi! Aber voll gut. Der ist cool, Mann. Kali, hast du dich für einen Solo-Song entschieden oder auch für eine Gruppe? Ich hab mich für ein Solo entschieden. Hey, dann leg mal los. Ja. Geile Song, ich schwör. Geht noch kurz. Ja, war. Komm, Kali! Na. Ey, Jungs, komm, alle Handylichter los. Ey, Kali, komm, mein Mann. Mann, meine Kinder, Mutter. Hey, Kali. Wesh, wesh, wesh. Unser Mädchen. Fix, Mutter. Anspannung, Bruder. Ewa. Wesh. Hedge, willkommen an der Endstation. Kali ist am Drücker, Sibi, mach mir nicht auf El Capone. 24-7 hassen, Bro, ich muss mein Geld ranholen. OZF, mein Ekipussy, Hände hoch, ihr kennt das schon. Hör gut zu, Habob, und genieß die Show. Ich geh kurz ein Achter locker und schick jemanden nach Haus. Du weißt, mach es wie gewohnt, hier wird gar keiner verschont. Es ist C-A-L-I aus der Kanalisation, Pussy. Bruder, oder? Ja. Das war Müll, Bruder. Ja, ja. Boah, ich hab das gar nicht gefühlt, Bruder. Ich bin geschockt gerade, Bruder. Ich wäre froh gewesen, ehrlich, wenn er seinen normalen Style gemacht hätte und so, weißt du, ein bisschen gebrettert hätte und so. Das war, ich weiß nicht, Bruder. Die feiern aber, ja? Ich weiß nicht, warum die feiern, Cousin, ehrlich. Ich finde seinen Stil cool, Bruder, ja, aber das war gerade ein bisschen zu einfach, ne? Lass mal gucken, wie viel Bars das waren, Cousin. Raus, du weißt, mach es mir gut zu, hab 27 hassen, Bro, ich muss an der Endstation. Wesh, Hedge, willkommen an der Endstation. Kali ist am Drücker, Sibi, mach mir nicht auf El Capone. 24-7 hassen, Bro, ich muss mein Geld ranholen. OZF, mein Ekipussy, Hände hoch, ihr kennt das schon. Hör gut zu, Habob, und genieß die Show. Ich geh kurz ein Achter locker und schick jemanden nach Haus. Du weißt, mach es wie gewohnt, hier wird gar keiner verschont. Es ist C-A-L-I aus der Kanalisation, Pussy. Hab ich nicht gefühlt, Tradis, ehrlich, boah, war nicht. Weißt du, was mir sogar vorkam, als ob er den gefreestylt hätte, Bruder? Walla, wollte ich gerade sagen. Walla, das hatte ich auch so gefühlt, weißt du? Als ob er nicht verbrennen will, die ganze Geschichte. Ah, Bruder, das... Hey, danke für deinen Auftritt. Den nächsten Künstler, den wir gerne hören würden, ist Skepture. Den feiere ich auch zum Beispiel. Mal gucken, was der jetzt rausholt. Skepture, auch an dich die Frage: Solo-Performance oder? Solo, Bruder. Okay, dann let's go. Yeah, Skepture. 829. Geisterstunde jagt ein Sample, loop durch Traum mit Fell, mach Kunst, die könnt man auf dieselbe Stufe wie ein Van Gogh bestellen. Glaub mir, jetzt bleibt es richtig, ich bin dabei, weil die Jury weiß und Talent kriegt nicht jeder, als Bester schreibt uns richtig. Bruder, ich hab Hass im Bauch, Magen knurrt seit Stunden, scheißegal, ich weiß, man schreibt die besten Bars, solange man hungrig bleibt. Das hier ist Icon 5, ich hoffe, du verreckst daran, bald kennt man meinen Namen in mehr Scheißecken als ein Pentagramm. Stark, stark, sehr stark, aber ein bisschen zu viel. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr stark. Zu viel rumgespielt in der Mitte, ne? Also in der Mitte der Bar. Ja, einfach zu viel Silben reingepackt. Ja, ja, ja. Hat gar keine Luft gelassen, aber es ist trotzdem stark gewesen. Sehr stark, ja. Aber war sehr stark, war sehr stark. Skepture, wir bedanken uns für deinen Auftritt. Wir machen weiter mit der nächsten Gruppe, und zwar Shabab. Jetzt müsst ihr auch abreisen nach so einem Auftritt. Was geht ab?
Shabab, wofür hast du dich entschieden? Solo oder Gruppe? Gruppe, mit beide zwei Shababs. Vito und Azu. Ja! Das müsste abreißen, wilde Kader. Wenn die jetzt nicht abreißen, gell? Das war eine Enttäuschung. Ey, wow. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück, gib Gas. Gang. Bin angekommen in Malaga, da stand ich mal auf der To-Do-List. Ich kann nicht mal was dafür, doch bleib im Auge so wie ein Kutik. Sie wissen, wer Asu ist. Und sie wünschen mir nur Gutes ins Gesicht, doch machen Auge wie Anubis. Ja, wenn du fragst, wo ich bin in Malaga. Sie hat many men, doch keiner ist wie Shabba. Ich hab auch seine Vision, jetzt mach mal Platz für den Tamir. Wenn ich nicht in der Villa bin, auf Flucht vor Guardia Civil. A la carte, Malaga, ich lauf im Viertel mit Muchacho. Achte an der Hand, auf meinem Rücken wie Lukaku. Mademoiselle, hol dich vom Quarto ab. Ich bin um Mitternacht da. Sami, bist du noch wach? Wesh, RS6, 600 PS. Motor kreischt durch die City, bitch, ich renn in MS. Wesh, wesh. Seh von Weitem, du bist plagiat. Häng in Malaga, smoke gas, smoke Maria. Maria. Verstehen, dass du weinst, wenn ich schreien muss. Oh Maria. Telefon besetzt, wenn du hängst an der Leitung. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Was sagt ihr, ehrlich? Ich fand's cool, Bruder. Ich fand's auch cool, aber ich fand, die Truppen vorher waren besser. Also Kenan, seine Truppe war am besten. Bis Kenan war als Team, meinst du? Ja, ja, als Team. Ja. Baro und Kenan und so, die waren viel besser, meiner Meinung nach. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber das war trotzdem es gut. Es war immer noch cool. Ja, es war immer noch cool, hätte ehrlich. Besser. Ich weiß, was du safe, meinst. Safe, 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 safe. Es sind halt drei Spitzenkandidaten, Bruder. Für mich ist es Azu eigentlich der Icon-Gewinner, Bruder. Und Kenan-Gruppe war besser, ehrlich. Ja. Pulver verschießen. Ja, yeah, ich denke auch, Bruder. Ich denke auch. Ja, für diesen Achter, die denken sich, Bruder, komm, wir machen ja, uns schnell zack, was zusammen. Zack, genau, wir genau. Kommen eh weiter. Aber dafür ist es auch gut, Bruder. Ja, gerade dafür ist es gut. Man weiß ja nicht, also wie, ja. Was wir hier sehen, ist eine Sache, aber ja. Vielleicht haben die auch eine Stunde Zeit bekommen oder so. Schreib ja, mal, ja, safe, safe. So. Dies, das, weißt du. Vielen Dank für euren Auftritt. Als nächstes würden wir gerne die Performance von Infinite. Kid Maeve, mein Bruder, danke schön. Ich küsse dein Auge, Kid Maeve. 36 Monate, Digga. Yo, 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 was geht ab? Infinite, hast du dich für einen Solo-Auftritt oder einen Gruppenauftritt entschieden? Solo. Ich mach Solo, mein Bruder. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Alle, die so rappen machen, oder? Ja. 38. Dankeschön, mein Schatz. Was geht ab? Der muss rasieren, Infinite, der Icon muss. 5. Ja, ja. Okay. Und den Text. Ja, auf Handy. Ich hab ne Chick auf meinem Gesicht und fuck die Pussy, schmeckt nach Himbeeren, ey. Die Glocke an meinem Kopf, die macht dir Druck, so wie ein Printer. Fuck mal nicht ab und mach keine Filme in der Villa, weil die Bitch in deinen Augen könnt ich sehen, auch wenn ich blind wär. Raus von der Street in ein fettes Haus mit nem Masi. Deine Bros sind nicht wie meine in deinen Augen Fugazi. Springt den Finnet auf den Beat und guck schon Bonzi Bonani. Sie denkt an mich, hab Fantasien und sie läuft aus wie Tsunamis. Gang. Yeah. War gut. Infinite, danke für deinen Auftritt. Danke den dir. Nächsten Künstler, den wir gerne hören wollen, ist Skandal. Skandal, auch die Frage an dich. Solo-Auftritt oder Gruppe? Eine Gruppe. Okay, dann hol deine Mitglieder bitte nach vorne. Ich glaube, ich muss die nicht erwähnen. Okay, ich wünsche euch allen drei viel Glück. Vielen Dank. Werden wir nicht haben. Danke. Ich hoffe, dass gut wird. Was ist gut? Das ist gut. Salam, ich komme mit den Brüdern in die Villa. Alle Augen sind auf uns jetzt. Langsam. Erreiche ich mein Ziel, also guck, dass du Karten auf mich setzt. Hab Echo leiser, mache euch alleine kalt. Eigen 5, Big Brother, Fotzen machen Beine breit.
Nein. Keiner von euch kann mein Movie fahren, ihr flott nur denselben Shit, bin Multi wie Bonica. Arsenal so wie Mikel Arteta, dank die Genie wie Xavi Alonso. Das mit uns ist ein anderes Schema, ist mit Jungs in der Villa Risotto. Das mit uns ist ein anderes Schema, du wirst niemals verstehen, wie es geht. Dieser Junge kommt straight aus Favela, kommt gleich bis Guantanamo. Komme nicht mit Hintermännern, selbst ist der Mann. Ich bin extravagant, also geh auf Distanz. Linksausleger wie Nummer Gumetov, auf einmal ist Skandal die Nummer für Rettung. Will deine Nummer für Kampaki, Guardia Civil verführt, ich bin nur fake. Und auf der Flucht wegen Nasrotik, werde wieder verführt von Azraich. Wow! Ja? Skandal war der Beste. Ich will nicht haten, Dreddys, aber Raza ist in der Truppe ein bisschen untergegangen, glaube ich. Ja. Aber wow. Ja. Ja, Digga. Biggie war krass, Dreddy. Skandal war auch krass, ja, war auch gut. Aber für mich immer noch die beste Truppe Kenan. Ja. Baro und Bayo. Okay, Jungs, danke für den Auftritt. An allen erstmal danke. Vielen Dank. Colin wird euch jetzt erklären, okay, wie es weitergeht. Das für euch, bitte. Jo, ihr macht die Rap-Larue zwischen mir. Walla, die haben abgeguckt, Bruder. Uele. Ey, Amino, wie machst du das, Bruder? Zeig schick mal Link. Schick mal Tutorial. Ach du Scheiße, Bruder, ja. Also ihr hättet jetzt die Möglichkeit, alle 17 Künstler noch einmal deutlich zu hören. Ich hoffe, ihr habt euch ein gutes Bild gemacht von den anderen Künstlern, denn ihr habt jetzt noch eine schwere Aufgabe vor euch, bevor ihr die Villa betreten dürft. Hier drüben in der Booth wartet auf euch ein Zettel und ein Stift. Bevor ihr jetzt in die Villa kommt, ist es jetzt eure Aufgabe, den Schwächsten von euch zu identifizieren. So, Raza. Nein, was anderes. Mhm. Wir sind jetzt Top 25 bei Rap Larue. Richtig. Du musst einen Zettel schreiben. Wen schreibst du? Boah, walla hart, Digga. Bruder, kann ich dir jetzt nicht sagen, Bruder. Du musst. Du hast alle, weißt du. Hast ich, alle Dinge, du musst einen Zettel schreiben mit einem Namen, Cousin. Nein, Bruder, walla, ich könnte jetzt keinen sagen, der gerechtfertigt ist, Bruder. Jetzt so du. Auf Anhieb. Mm. Ich müsste schon nachdenken. Mit Eier. Ja. Mit Eier. Ja. Eigentlich, Bruder, weil jeder stark ist, kennst du immer diese Politik, dann schreibe ich lieber meinen Namen, Bruder. Voll. Aber hart auf hart, Hamdi. Danke. Weil Hamdi ist der Einzige, der es mir nicht übel nimmt. Boah, okay, stark. Ey, Walla du stark. Weißt, dass es keine persönliche Sache ist. Boah, Walla stark, Cousin. So. Walla gut gemacht, Cousin. Gut ist gemacht, aber ehrlich. Nicht böse gemeint. Also ehrlich. Es war nur Spaß, Bruder. Ich würde nicht Hamdi rausschmeißen. Wir müssen den rausschmeißen. Ich weiß nicht, Bruder. Ich muss gucken, wen die rausschmeißen. Und seinen Namen auf den Zettel zu schreiben. Was? Solltet ihr keinen Künstler aufschreiben wollen oder euch weigern, bitten wir euch einfach, ein großes X auf die Karte zu setzen. Damit überlasst ihr dann eurem Schicksal in diesem Spiel dem Zufall. Ja. Nee, das ist witzig, Bruder, ehrlich. Bruder, so ist weißt du, was krass ist, Bruder? Mhm. Jeder schreibt einen Namen, sagt, okay, du hast für den gemacht, ihr habt alle für das, war nur ein Test. Keiner. Das wird doch jetzt sowieso so passieren, Bruder. Der macht das oft, Bruder. Ja. Der hat auch tausendmal gemacht. Macht der Fitner. Aber ich sage, Bruder, der liebt das, Bruder. Wenn der A so stehen würde, der wird den niemals rausschmeißen. Meinst du? 100%. Krass. 100%. Wir müssen neu drehen, Jungs. 100%. Das Problem ist nur, Spaß. Vertraust du den anderen genug, dass die keinen Namen draufschreiben? Weil am Ende des Tages, es muss nur eine einzige Person einen Namen draufschreiben. Gibt's nicht. Das werden wir gleich sehen. Jeder muss jetzt für sich aus einzelnen... Aber das ist gut, wirklich. Leute würden sagen, unfair jetzt, wenn jetzt einer rausfliegt, ja? Walla, Bila, so ist Turnier, Cousin, was willst du machen, Cousin? Wenn du Champions League spielst und Schiri ziehst, das ist ein Hurensohn, Bruder. Genau, dann hast du Pech gehabt, so, verstehst du? Ist so, Bruder. Entscheiden, ob er einen Namen draufschreiben möchte oder nicht. Also ich bin Felix, ja. Walla, ist einer für Namen? Wer ist für Namen? Der ist für Dienstag. Wer ist einer für Namen? Wer denn jetzt? Boah, lass ich mich von 10 Benzkos in den Arsch ficken. Hört ihr mir zu? Wenn es zu dem Zufallsprinzip kommt, dann wird euch das auf jeden Fall nicht gefallen. Das versprechen wir euch.
Aber macht so, wie ihr möchtet. Aber die gerade am lautesten schreien, die können auch diejenigen sein, die heute Abend noch fliegen, damit ihr Bescheid wisst. Skandal, ich werde dich dann als erster bitten, rüber zu gehen zu unserer Voting. Würdest du Name draufschreiben? Nein. Würdest du Name draufschreiben? Walla, ich hätte draufgeschrieben, Cousin. Echt? Ich schwör auf meine Mutter. Ich will das Turnier gewinnen, Cousin. Ich will sein Kopfgeld haben, mein Bruder. Ich schwör auf meine Mutter. Ich hätte Name draufgeschrieben. Ich hätte mir einen rausgesucht, der keine Freunde hat, Cousin. Ich hätte seinen Namen draufgeschrieben. Oh, du keine Sorgen machen. Ich hab Kopf gewackelt. Soll ich mal leaken jetzt? Jo, leak, Bruder. Ja, soll ich leaken? Ey, Walle, Sammy, ab Top 10 kriegt man Geld. Der und der hat über dich gelästert. Der hat das gesagt. Ey, Bruder, hör auf. Der kann gar nicht rappen, der ist immer besoffen im Studio. Der und das ist. Ey, Bruder, es geht ehrlich, Dreddies. Ja, wenn sobald Richtung Top 10 die Leute müssen, Bruder, normale Härte, das ist der Eierjob aus Frankfurt. Da wird rumgeeiert in Top 10. Rumgeeiert. Bitte schreib einen Namen auf Skandal, Cousin. Du sollst an die reinschreiben, rein, du. Bruder, ist langweilig, wenn keiner einen Namen. Irgendeiner droppt, ich weiß ganz genau, wer droppt sogar. Ich auch. Ist langweilig, wenn einer muss. Ich weiß nicht, was ich bisschen Voodoo. Schütte, Barbarei. Weiter auf X-Factor, ihr wisst Bescheid. Patrick Snoop Dogg von Turkey. Die sind da, gezeigt, Bruder. Nein, nicht viele. Doch. Ja, die haben wirklich ein paar nicht gezeigt, ja. Bruder. Sicher? Ja, ja, so drei, vier haben den nicht gezeigt. Okay. Die Namen geschrieben haben, glaube ich. Ich hoffe, Bruder. Irgendeiner muss geschrieben haben. Das wäre jetzt geil, ne? Zum Beispiel ein Yasin wurde nicht gezeigt, ein Bensko. Ja, stimmt. Bensko doch, wurde Bensko gezeigt. Gezeigt. Ja, Bensko. Hasuna wurde nicht Hasuna gezeigt. Wurde nicht gezeigt. Vito wurde nicht gezeigt. Doch Vito wurde gezeigt. Gezeigt. Ja. Was? Keiner hat Namen. Achso. Keiner. Achso. Also, ich hoffe, euch hat die Villa soweit ganz gut gefallen. Ich muss euch leider mitteilen, dass für einen von euch auf jeden Fall die Reise enden wird. Wir können nicht alle mit bis zum Ende nehmen. Das heißt, einer von euch muss dran glauben. Wir hatten euch eben gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, hier zu voten. Bitte. Und den Namen des schwächsten Künstlers aufzuschreiben. Ihr Künstler seid einzeln rüber zu der Booth gegangen und habt angefangen, Stimmen aufzuschreiben. Wir mit der Jury haben uns gerade alle Stimmen angeschaut. Und alle Stimmen waren ausnahmslos mit einem X versehen. Ihr als Künstler habt kollektiv damit euren Verbleib in der Challenge in die Hand des Zufalls gelegt. Hier in dieser Urne sind 17 Namen.
Von jedem Künstler ein Name. Ich werde jetzt einen Namen rausziehen und der Künstler tritt bitte nach vorne. Aber das war fast nach fair. Ja, voilà. Seid selber schuld. Aber Alter, wir haben es eingelassen. Ihr habt die Entscheidung selber getroffen. Und der Künstler, der nach vorne tritt, ist Barré. Barré. Du hast die Entscheidung getroffen, genauso wie alle anderen auch hier, ein X auf deinen Zettel zu schreiben. Per Zufall wurdest du auserwählt und musst jetzt eine letzte harte Entscheidung treffen. Wen er wieder doppelt gemacht hat. Eigentlich, der Barré ist jetzt raus, Bruder. Ja. Weil derjenige, dessen Name auf Zettel ist, der ist raus, Bruder. Aber der hat sich gedacht, alle Bruder, ich kann den ich nicht. Ich kann den nicht, Bruder. Der muss jetzt jemanden raus. Schnell, Bruder, der Bruder. Weißt du? Der war stark. Der war, stark, der war richtig letzter stark. Letzter Ausweg, Bruder. Weil warum sollte er jetzt einwählen, Bruder? Ja, verstehst Bruder. Du so? Der war stark, der war schlau. Du hast jetzt genau zwei Optionen. Option Nummer 1 ist, du gehst wieder hoch in dein Zimmer, packst deine Sachen und machst dich auf den Weg wieder zurück nach Deutschland. Oh. Oder... Wenn du meinst, dass du es nicht verdient hast, nach Hause zu gehen und jemand anders es verdient hat, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dir einen von den 16 verbleibenden Künstlern auszusuchen. So, Jani, jetzt wir nehmen die Situation, wie sie ist. Okay? Was hättet ihr jetzt in dieser Situation gemacht? Wärst du gegangen mit deinem Koffer, Bruder? Oder hättest du dir gedacht, ey, Bruderherz, ich küsse dein Auge, du und du, ihr verpisst euch, Digga. Ich wäre auf jeden Fall nicht gegangen, Bruder. Direkt, Bruder, ehrlich. Was denn? Ich hätte direkt jemanden rausgeholt. Ja, ja, natürlich, Bruder. Ich komme doch nicht umsonst. Ich gehe doch für mich Weg, hin und nicht für die, Bruder. Ja, weißt Digga, weißt ehrlich, was ich du? Meine? Boss. Bruder, man muss erst in der Situation sein, glaube ich. Meine Mutter. Hä, wie? Würdest du gehen oder was, Bruder? Gehen, oder? Suchen? Nein, Bruder, ich würde nicht gehen. Wollen, aber ich würde nach anderen Wegen erstmal suchen. Ja, Bruder. Ich würde so lange hinauszögern. Ja, bis so lange irgendwas gedribbelt wird. Ja, ja, ja. Bis was gedribbelt. Genau so, direkt so jemand rausgehauen. Es wäre ein Platz weiter für mich nach vorne, Bruder. Ich hoffe alles. So nicht, Bruder. Gegen diesen Künstler niemals wirst du morgen im 1 gegen 1 antreten. Really? Und der Schwächere von euch geht nach Hause. Ah. Mach dir diese Filme auf mich, ha? Ich nehme auf jeden Fall die zweite Option. Ich werde auf jeden Fall gegen jemanden battlen. Das Ding ist, ich weiß halt nur noch nicht, gegen wen, ja, Wallah. Such dir am besten einen Künstler aus, wo du denkst, dass du ihn besiegen kannst. Bayo. Spaß, Alter. Oh, Wallah, das ist hart, Jungs, ja, Wallah. Mein Bauchgefühl sagt, er nimmt Akawi. Echt? Ich dachte, er nimmt Bensko. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, er nimmt Bensko. Oh, das ist auch ein guter Call. Ich hab an Bensko gedacht. Das ist auch ein guter Call. Boah, ich weiß nicht, Wallah, ich weiß nicht. Er hat den Bock zu betteln. Da frag ich mal so an einer. Bock zu betteln, alleiner das Risiko. Ganz kurz zu dem Battle. Es wird ein Song-Battle sein, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit haben, wer auch immer es ist, der nach Hause geht, sich vernünftig zu präsentieren in eurem besten Licht. Oh Bruder, scheiße, ich wollte das. Das ist halt ein harter Gegner auch, das ne? War ein Bruder, ekelhafter Gegner. Das ganze Geschehen. Also ich sag ehrlich, ich hätte jetzt einfach, was ich heute gesehen hätte, Raza, komm ran, battlen, Cousin. Ehrlich, Bruder, ich... Wie lange haben die Zeit aber für den Song? Einen Tag wahrscheinlich. Nein, nein, die haben den Song schon da, Bruder. Ja, die haben den schon mitgenommen. Ja, 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 du musst ja in der Villa, wenn du in die Villa kommst, wird Colin dir schreiben, Bruder, bereite am besten eine gewisse Anzahl von Songs. Und dann hast du die da für alle Fälle, Bruder. Richtig. Du musst nur entscheiden, welchen. Ey, Jungs, Wallah, was soll ich machen? Wallah, ich weiß nicht, Jungs, was soll ich sagen, ja? Warum macht ihr die Filme auf mich, Herr Wallah? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, nee. Erinnert euch dran, bevor du deine Entscheidung triffst, trifft ihr mit Herz. Ihr habt euch selber ausgesucht, dass es so sein soll. Alle, Bruder, Colin. Willkommen
Warum lässt du dann 8 Minuten? Ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Tag 2. Einige von euch haben gestern erster Hand erfahren, wie schnell es gehen kann und wie schnell der Traum für jemanden hier platzen kann. Bella, Bella, komm von vorne an. Bella, Bella, weil wir verloren haben. Bella, Bella, ich halte mein Wort und ich fliege hoch. Ja, ich flieg zum Mond. Bruder, ich schwöre, hat sich angehört wie Tano, Bruder, ein bisschen. Wenn er singt. Gar nicht. Findest du nicht, Bruder, ich hatte so ein richtig. Bella, Bella, komm von vorne an. Bella, Bella, weil wir verloren haben. Bella, Bella, ich halte mein Wort und ich fliege hoch. Ja, ich flieg zum Mond. Auf jeden Fall nicht Bensko oder Jessin ausgesucht. Das ist, ja genau, das ist das, Bruder. Das ist einer heißt, von den drei. Ich sag euch, hat Akawi genommen. Meinst du? Wie kommst du auf, einfach weil, so aus Feeling, nee, Bruder? Pass auf, weil es geht doch darum, einen Song zu machen. Hm? Und Akawi ist eher der Sänger. Der einfach mal die Hook übernimmt, denkst genau. du, ne? So auf Schnelle. Und einfach, dass du guckst, was ist ein Song, Bruder? Ein Song ist ein Part, Bridge, Hook, noch ein Part vielleicht. Ja. Und wer macht den besseren Song? Da würde ich einen Sänger nehmen, weil er schwächer ist, Bruder. Ja. Oder? Du hast die Chance, indem du jemand herausforderst, auch sein Kopfgeld zu bekommen. Das heißt, der Gewinner von dem Battle wird morgen 1000 Euro reicher sein. Guck, jetzt checkst du, ja? Jetzt geht's sogar noch um 1000 Euro, Alter. Ja, Mann. Du Wichser, Alter. Colin, hart, ich geh kurz aufs Klo, ich muss richtig Hände waschen. Du Wichser, Digga. Was, Bruder? Hey, haben die aus dem Arsch abgewischt, oder? Hast du das sauber gemacht? Immer, Bruder. Okay, Tradies.